Namaste, grüß Gott und willkommen zu Asana, Asana, Asana. Heute Shavasana und Navasana, die Rückenentspannungslage und viele Varianten vom Boot. Und so starten wir mit der klassischen, ich nenne es mal klassischen Rückenentspannungslage. Leg dich wie Franzi, ganz entspannt auf den Rücken. Jetzt ganz wichtig, die Beine Hüft- bis Mattenbreit auseinander, sodass die Zehen ganz locker nach außen fallen. Arme neben den Körper, die Handflächen können nach oben zeigen, die Arme ein Stückchen weg vom Körper, die Achselhöhlen sind frei, die Schultern weg von den Ohren, das Gesicht ganz entspannt. Kinn leicht zum Brustkorb geneigt, der ganze Körper ganz entspannt. Eine Variation wäre nun, wenn du dir unter jedes Knie ein Kissen drunter legst. Das entlastet den unteren Rücken und kann sehr wohltuend sein. Zudem kannst du natürlich jederzeit auch die Beine, die Füße vor dem Gesäß aufstellen und die Knie innen zueinander fallen lassen. Schau, dass du dich ganz wohl fühlst und komm jetzt in deine Shavasana Rückenentspannungslage. Atme tief ein und aus in den Bauch. Auch während Navasana gleich in den Bauchmuskelübungen wirst du auch in den Anhaltephasen weiter tief ein- und ausatmen und die Muskeln entspannt halten, die gerade nicht arbeiten. Im Moment arbeiten sehr wenig Muskeln. Lass ausatmend die letzten Spannungen in den Boden hineinfließen. Achte in Shavasana darauf, dass der Kopf stets in der Mitte ist. Falls du mal Schüler unterrichtest, der Kopf nicht in der Mitte ist, dann geh hinter den Schüler und leg seinen Kopf sanft mit den Händen zur Mitte. Achte darauf, dass der Nacken nicht durchgebogen und der Hals überstreckt ist, sondern der Nacken ist ganz lang. Ganz entspannt. Bei manchen sind auch die Schultern zu den Ohren hochgezogen. Achte darauf, dass du die Schultern weg von den Ohren schiebst. Spür rein, ob es für dich angenehm ist, dass die Handflächen nach oben zeigen. Im Normalfall ist es für die meisten sehr angenehm, nur anfangs ein bisschen ungewohnt. Korrigiere immer wieder die Position deiner Hände. Bei manchen Yoginis, vor allem am Anfang, geht der Atem genau umgekehrt. Das heißt, einatmen senkt sich der Bauch und ausatmen hebt sich der Bauch. Liegt natürlich daran, dass die wahrscheinlich sehr viel denken in dem Moment. Wenn du das siehst, dann mach auf die Atmung aufmerksam und lass gerne auch die Hand auf den Bauch legen und das Heben beim Einatmen. Mach das jetzt selbst auch mal, leg mal eine Hand auf den Bauch, einatmen, spür das Heben und ausatmen, spür das Senken. Wenn der Körper irgendwo angespannt ist, kannst du immer wieder darauf hinweisen, lass ausatmend wirklich los. Und dann leg dich noch einmal in deine Rückenentspannungslage. Und atme jetzt schon mal ein paar Mal vollständig ein, Bauch, Brustkorb, Schlüsselbein und vollständig ausatmen. Stell dich innerlich schon mal ein auf das Boot. Navasana stärkt die Bauchmuskeln und die Stärkung der Bauchmuskeln ist für die Ausführung von vielen Asanas sehr wichtig. Auch der untere Rücken wird durch eine starke Bauchmuskulatur geschützt.
Also integriere gerne eine oder mehrere Bauchmuskelübungen in deine Praxis und wir zeigen dir heute mal ein paar Variationen des Bootes. Und so stell dich ein auf Navasana, gib die Hände hinter den Kopf, falte sie dort, die Fußsohlen flach auf dem Boden, die Lendenwirbelsäule in den Boden hineinstemmen und dann heb den Brustkorb an und spann dabei die Bauchmuskeln stark an. Das Gesicht ganz entspannt lassen und halte dann so lange, wie es geht. Navasana Variation 1. In der Variation 2 kannst du jetzt auch die Hände vom Nacken lösen und die Hände neben die Knie geben. Die Füße sind immer noch flach auf dem Boden, der untere Rücken stark in den Boden gedrückt. Lächel dir zu. In der Variation Nummer 3, du kannst gerne zwischendurch auch mal aus der Stellung gehen und dann wieder in die Stellung kommen. Hebst du jetzt noch die Beine an und gibst die Waden parallel zum Boden. Weiter tief ein- und ausatmen. Und halte jetzt deine Variation 1, 2 und 3. Wir kommen gleich noch zu 4 und 5. Solange wie für dich angenehm. Bleib möglichst bewegungslos. Spür die Bauchmuskeln, die hier arbeiten. Und spür auch die Muskulatur, die gerade entspannt bleiben darf. Wenn du dann ausatmest, ganz in deiner Zeit und die Stellung noch nicht aufgelöst hast, dann kannst du es jetzt gerne auflösen und spüre hin zu deinen Bauchmuskeln. Du kannst diese auch mit deinen Händen sanft massieren. Dann starten wir gleich nochmal. Kommen wieder zu einer tiefen Atmung mit den ersten drei Bootsvariationen. Variation Nummer 1, stell die Füße vorm Gesäß auf, verhackel die Hände hinterm Kopf und komm mit Oberkörper und Kopf nach oben. Der untere Rücken kräftig in den Boden gedrückt. Komm an in Variation 1. Dann bleib so oder geh weiter. Variation 2, löst die Hände, gib sie neben die Knie. Wichtig, dass der Nacken sich wohlfühlt. Ansonsten lass die Hände am Hinterkopf. Und genieße Variation 2. Und dann heb noch die Füße an, gib die Waden parallel zum Boden oder die Füße einfach ein bisschen anheben. Weiter die Bauchmuskeln spüren, Hände neben den Knien, Schultern weg von den Ohren, Gesicht entspannt. Variation 3. Und wenn du noch weitergehen kannst und willst, ansonsten bleib einfach hier. Dann geh jetzt auf dein Gesäß, Rücken möglichst gerade. Und die Knie sind noch gebeugt. Waden parallel zum Boden. Tief ein- und ausatmen. Der Oberkörper ist etwas weiter angehoben. Und die Beine sind noch etwas gebeugt. Oder dann komm in Variation Nummer 5, das klassische Boot Navasana. Streck die Beine aus. Und so halte noch einige Atemzüge deine Bootsvariante. Leg dich dann wieder in die Rücken. Entspannungslage und diesmal gerne mal deine Bauchmuskeln dann abtrommeln. Ganz in deiner Zeit. Und genieß die Entspannung im Anschluss. Genieß die Anspannung während der Haltephase. Wenn du möchtest,
kannst du im Anschluss natürlich auch mal ein kleines Päckchen machen, ein bisschen vor- und zurückschaukeln, nochmal tief in den Bauch atmen. Die Bauchmuskeln, die gerade gekräftigt worden sind, können jetzt wieder entspannen, werden massiert. Die Rückenmuskeln, die wir ja dadurch auch stabilisieren, werden hier auch massiert. Und dann nochmal einen Augenblick in die Rückenentspannungslage. Und gleich werden wir noch einige Bootsvarianten für die schrägen Bauchmuskeln üben. Doch zunächst nochmal ein paar Mal tief in den Bauch ein und lang ausatmen. Ich habe starke und kräftige Bauchmuskeln. Mein Bauch ist zugleich ganz entspannt. Ich verdaue das Leben mit Leichtigkeit, Freude und Liebe. Und dann stell wieder die Füße vor dem Gesäß auf, verhakel die Hände hinter dem Kopf und jetzt lass den rechten Ellbogen am Boden und komm jetzt mit der linken Schulter, linken Oberkörper, linken Arm nach oben, ein Stück weit in das gedrehte Boot Variation Nummer 1. Spür rein, ob du vielleicht in Variation 2 gehen willst und die Hände jetzt beide rechts neben die Knie gibst, vielleicht auch in Variation 3 die Beine noch anhebst. Du kannst natürlich auch in Variation 4 oder 5 gehen, doch zunächst üb auch diese schräge Variation gerne auch noch mal in 1, 2 oder 3. Halte, atme und dann wechsel auf die linke Seite. Wir starten nochmal von vorn. Linker Ellbogen am Boden, die Hände sind am Hinterkopf verhakelt und dann hebt den rechten Ellbogen, die rechte Schulter an. Die Füße sind im Moment wieder am Boden. Genau, einmal reinspüren, welche Bauchmuskeln gerade auch arbeiten. Schau, wichtig, nicht nur die geraden, sondern auch die schrägen und die seitlichen Bauchmuskeln zu trainieren und ganzheitlich zu üben. Deswegen gerne auch viele verschiedene Varianten in deinen Yoga-Unterricht und deine eigene Praxis integrieren. Dann die zweite Variante, die Hände beide links neben das Knie oder auch die dritte, die Beine anheben. Unterer Rücken bleibt stabil im Boden. Weiter tief ein- und ausatmen. Und dann komm nochmal zur Mitte und senk ausatmend ab. Diesmal streck beide Arme weit nach hinten aus. Wir haben sie erst massiert, dann getrommelt. Jetzt wollen wir sie noch ein bisschen dehnen, die Bauchmuskeln. Streck dich weit lang. Von den Zehen bis in die Fingerspitzen. Tief ein- und lang ausatmen. Und dann leg dich wieder auf den Rücken in Shavasana. Im Laufe der Ausbildung und in den einzelnen Yogastunden noch viele weitere Übungen von Navasana für den Bizeps, für die Adduktoren, für die Adduktoren und viele weitere. Doch zunächst spür jetzt nochmal nach. Mein Bauch ist ganz entspannt. Und dann fang an, dich zu räkeln und zu strecken, zu dehnen, gähnen, ganz genüsslich. Ah, leg dich nochmal kurz auf eine Seite für zwei, drei wirklich tiefe Atemzüge. Vollständig ein- und aus. Und dann komm in achtsamen Bewegungen nach oben. Wir wollen auch diese kleine Einheit
zu Asana, 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 heute Shavasana, Navasana, mit einem herzhaften Om Ja beenden. Om Ja zu unserem Waschbrettbauch. Fast alle meine Yogis und Yoginis haben einen Waschbrettbauch, die meisten natürlich drunter. Aber die Stabilität ist als auch da. Okay, spür das Ja zu dir, so wie du bist. Atme vollständig ein, vollständig aus, vollständig ein. Om Ja! Vielen, vielen Dank an Franzi. Vielen Dank an dich. Vielen Dank an meine innere Führung. Namaste. Bis zum nächsten Mal.